Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade hier mit Alisa unterwegs mit den Fahrrädern. Alisa hat mir gerade gesagt, ich mache langweilige Anfänge bei den Videos. So, ja, was soll ich für Anfänge machen? Ja, ich sage immer Standardbegrüßung halt, weil was soll ich sonst sagen? So. Ja, was soll ich machen? Schreibt mir ein paar Vorschläge rein oder so, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Alisa hat mir gesagt, dass ein Abonnent von mir meinte, dass ich irgendwie mit Dennis, also mit meinem Bruder, vorhatte, nach Nord zu fahren und da mal ein Video zu machen, also Nord ein bisschen so zu zeigen. Ich kann mich irgendwie gar nicht daran erinnern. Dennis ist bestimmt schon ein Jahr her oder so vielleicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, Pflaumen. Hast du Hunger, Alisa? Kommst du an einen ran? Ich bin doch kleiner als du. Wie soll ich da rankommen? Also Alisa wollte mit mir Fahrrad fahren und ja, sie weiß nicht wohin. Ich weiß auch nicht wohin. Also haben wir jetzt schon mal beschlossen, ja, dann fahren wir halt nach Nord. Ich war zwar jetzt erst vor kurzem in Nord, da habe ich ja ein Video gemacht. Aber da bin ich eher so drumherum sozusagen gefahren mit dem Fahrrad. Und ja, mal sehen. Ich glaube aber nicht, dass es da was irgendwie Interessantes gibt oder so. Auf jeden Fall will ich erstmal gleich zur, wie heißt sie nochmal? Wie heißt sie? Zur Hochschule fahren. Will ich ja nächstes Mal zeigen. Ich weiß nicht, ob sie da schon war oder nicht. Ich kenne deinen Ständer gar nicht. Ich kenne die Stadt einfach nicht. Hier sind auch jede Menge Pflaumen. Kann man sammeln. Ich weiß, früher haben wir immer hier gesammelt. Hier haben wir immer Äpfel, gab es hier auch immer. Alles Mögliche gesammelt. Immer. Egal wo. Ich will jetzt geradeaus zu die Osterburger Straße entlang. Und dann halt. Ja. Und irgendwann nächstes Mal können wir dann mal Richtung Tierheim fahren. Du musst mir sagen, wenn du filmst, sonst werde ich die ganze Zeit auf Russisch reden. Ja, ich rede dir einfach auf Deutsch die ganze Zeit. Aber kannst ja auch ruhig auf Russisch auch ab und zu was sagen. Ich habe auch russische Zuschauer. Also kein Problem. Ja, dann macht's Sinn. So. Всем привет! Boah, Leute, es ist einfach extrem warm gerade draußen. Und ich habe echt nicht gedacht, dass es so warm ist sein wird heute. So, lass mal fahren. Die Blumen sind da schön, die in lila. Also bei Nord so schöne Häuser? Bei Nord, ja, da sind halt so, so selbstgebaute Häuser, also so eigene Häuser und so. Ich weiß nicht, aber bei Süd sind richtig schöne Häuser. Süd, da sind. Das nein, ja, da meinst du Röchse. Ja, da hinten, ja. Ja, das ist dann schon Röchse. Aber das ist trotzdem im Süden. Das ist aber nicht Süd. Das ist aber im Süden. Das ist aber nicht Süd, Alisa. Das ist Süden. Schön und gut, aber das ist Röchse, das ist nicht Süd. Süd ist da, Röchse ist dieses Straße. Lost Place da. Da habe ich ja schon ein paar Videos gemacht. Warst du schon bei dem neuen Bahnhof? Welcher neue Bahnhof? Na, hier. Also ich will hier bei der Hochschule abbiegen, dann kannst du dir mal die Hochschule angucken. Da gibt es ein paar Sachen, die kann man auch filmen. Aber ich glaube, ich war da schon, ich habe da glaube ich schon gefilmt. Aber ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch filmen soll. Von nach Pilze gestunken. Also wir müssen jetzt nach rechts. Jetzt, genau jetzt nach rechts. Nach rechts. Ja, ich kann mal noch mit dem Fahrrad langfahren, oder? Ich will ja nicht zu nett, ich will nach rechts, 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 nach rechts, bieg ab. Bieg doch mal. Parkplatz. Das ist Parkplatz, aber warte. Hier können wir immer noch nach rechts fahren. Ich hoffe, da ist keiner. Gibt's ja Kotbeute. Ja, oder? Ja? Hier gibt's welche. Verwutete Pleite. Ja? Hier gibt's hier welche. Bieg doch mal ab! Mann, bist du blind oder was? Du musst schon abbiegen. Schon der erste Unfall hier. Und auf Kamera. Nein. Doch, es ist auf Kamera. Also wir sind jetzt hier bei diesem Wasserspiel. Da sind Sitzplätze. Wir sind hier bei der Hochschule. Hier ist fast der Unfall passiert. Alisa ist in mich reingefahren. Meine Hand tut hier voll weh. Ich werde gerade ernsthaft gefragt, ob das hier Trinkwasser ist. Ja, probier mal, dann weißt du es. Musst du mal probieren. Was ich richtig gut hier finde,
Das ist hier in Nord, beziehungsweise hier bei der Hochschule, hier bei den Kotbeutelspendern, hier gibt es auch wenigstens wirklich Kotbeutel und nicht so wie in der restlichen Stadt überall. Zum Beispiel beim Stadtsee haben die ja welche aufgestellt, aber die füllen die nicht auf. Die sind leer. Die haben die aufgestellt, vielleicht waren da welche drin oder so, aber nicht, das wird einfach nicht aufgefüllt. Und die werden doch schnell leer, wenn so jeder vorbeigeht so und so einen Beutel nimmt. Guck mal, wir können einmal, wenn da keiner sitzt, geradeaus dahin gehen. Da ist auch so ein, wie so ein Ruheplatz, sowas. Hier ist eine Skulptur. Alisa hat gesagt, ja, was ist das? Das ist doch nicht mal eine Skulptur. Das ist keine Skulptur. Das ist ein Stein. Okay. Weg der Steine. Hier sind die Steine. Jetzt sind wir hier bei dem Lesegarten. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht. Irgendwann. Ist aber schon länger her. Warst du hier schon mal? Sieht so aus. Okay. Hä? Wir gehen jetzt weiter. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche interessanten Stellen gibt, die man sich angucken kann oder so. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall hier lang. Hier ist eine Baustelle. Hier kann man Fahrrad aufpumpen. Ich glaube, ich habe auch nicht gerade so viel Luft. Aber... Ja, guck mal, hier sind auch Kotbeutel drin bei den Spendern. Die sind alle befüllt hier. Hier ist die Baustelle, zeige ich euch mal ganz kurz. Hier wird auf jeden Fall irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, was. Auf jeden Fall sieht das hier so aus, als ob das irgendwie so eine Sitzmöglichkeit sein soll oder so. So, ich halte das dann geradeaus. Da sind die zwei Wohnheime. Also auf jeden Fall fahren wir hier diesen komischen Weg hier entlang. Ich weiß nicht, wo wir jetzt lang fahren sollen. Man kann hier einmal nach links, einmal nach rechts und geradeaus sozusagen. Geradeaus und fahren wir. Was sagst du? Was sagst du, Alisa, wohin? Können wir einmal nach da fahren? Einmal da ist ein Weg und halt nach rechts. Aber nach rechts, da fahren wir, glaube ich, wieder raus. Oder so. Ja, ich keine Ahnung. Also geradeaus? Ja. Okay. Also Leute, ich zeige euch so ein bisschen aus hier, aber was soll ich zeigen so? Guck mal, hier sind halt so Häuser. Ich weiß gar nicht, was ich hier so zeigen soll. Leute, ich werde langsam zum Streber. Warum? Ich habe eine 1 in Deutsch. Ist doch gut. In Physik. Physik ist gut. Physik 2 ist schon schlecht für Physik. Nicht so 1. Also gleich kommt eine befahrene Straße, glaube ich. Also eine stark befahrene. Da habe ich keine Lust auf der Straße zu fahren. Ja, aber ich glaube, wenn wir nach links fahren, kommen wir zu MP. Ich dachte, du fährst sehr gut. Das Vorfahrt gewähren. Komm, hier ist noch keine. Hier ist auch ein Kotbeutelspender. Ich kann mal Klamotten kaufen. Was ist das für ein Laden hier? Hier, guck mal, hier ist irgendwie so. Warte, lass mal kurz gerade. Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber Alice hat gesagt, hier steht auch diese kleine Box, dass hier die Sachen rausgeholt werden und verkauft werden. Also Sachen für Omis. Das ist ja schnell da rein. Für Omis teilen. Ja? Ja, da rein. Ja, lass geradeaus, da kommt dann gleich noch ein P und so. Da kommt dann noch eine Schule. Also links ist eine Schule, rechts sind Häuser. Hier ist noch ein gut Beispiel. Ach du Scheiße, wie viele? Und die sind alle voll. Guck mal, die sind einfach alle voll. Ja komm, wir fahren einfach hier mal lang. Ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen, aber auf jeden Fall, guck mal, allein die ganzen Blöcke sind hier auch voll schön. Sehen halt anders aus. Das sieht hier alles viel besser aus, viel schöner. Als wie woanders in der Stadt. Kommen wir, wenn wir geradeaus fahren, irgendwo raus oder nicht?
komm, wir gucken einfach. Was für Container, das ist eine Garage. Container. Container. Okay, ich glaube, wir sind in der Sackgasse. Komm, lass zurückfahren. Also hier ist nichts. Hier lang, wo willst du auf dem Parkplatz? Was willst du auf dem Parkplatz? Bitte geradeaus ist eine Schule, die rechts vor ihm war. Ja, das ist die Grundschule Nord. Aber die ist auch schön gemacht. Sieht auch schön aus. Jetzt will ich nach rechts. Und man kann hier sogar auf dem Gehweg fahren. Ich wollte. Hier ist voll. Schade, dass ich hier vorbeifahren, nicht welche rausreißen konnte. Ich wollte es zeigen, aber die Kamera zeigt das da gar nicht hin. Ich dachte, du musst rausziehen. Hätte es nicht geschafft, die sind da fest dran, das sind die von der SWG. Okay, hier links, links ist gerade ein Pferd. Guck mal, der ist grün. Hast du gesehen? Ja, der ist grün. Hast du gesehen? Ein Pferd nicht rot? Nee, ist der rot-blau so, ne? Eigentlich. Ja. So. Ich würde sagen, nach links. Ich hoffe, dass euch diese Videos gefallen. Ich dachte, da steht jemand. Hast du gesehen, Alice? Hast du gesehen? Beim Zaun diesen Menschen. Diesen Fake-Menschen. Diese Statue, diese, keine Ahnung was. Das ist ein Auto, das uns gleich überholt. Ich hasse es eigentlich, so auf Straßen zu fahren, aber hier ist nicht so viel los. Wir müssen nach links. Wenn wir rechts fahren, wenn wir geradeaus fahren. Auto. Komm, wir biegen ab. Nach links. Ich habe vergessen, Anzeichen zu machen. Das geht egal. Ich habe einfach vergessen. Hand. Ja, hast du es gemacht? Nee. Jetzt ja, siehst du. Machst du noch besser, wisst du, aber machst es nicht besser. Ja, dann ja, du willst auch auf Kamera sein. Nur vor. Stein mir den Weg, Mirja. Was fährst du hier hin? Du siehst doch, ich fahr hier. Nein, sie klatscht dich da einfach rein. Du klatscht mich gar nicht rein. Nee, gar nicht. Du musst mich einwickeln. Ja, mit was? Willst du mit mir schon gleich hier diskutieren, oder was? Ja. Nee. Hier dauert es dein Auto. Auto, du musst warten. Hier ist kein Platz zum Quetschen. Wenn du willst, können wir geradeaus fahren hier entlang. Da kommen wir da bei so einem Platz an, wo ich mal mit dir hin wollte. Da war ich letztes Mal im letzten Video. Ha, man sieht dich! Hier ist eine Bäckerei. Boah, ja, was sagst du wohin? Bäckerei, Heimbackwaren. Was sagst du? Ist voll warm. Ja, wo wolltest du hin mit mir? Was meinst du da gerade eben? Ich wollte eigentlich nirgends heute hin mit dir. Ich wollte eigentlich heute aufräumen. Ich habe erst Wäsche, zusammengelegt und andere aufgehangen. Dann schreibt sie mir, ja, was mache ich heute so? Weil sie will mit dem Fahrrad fahren. Hier von rechts bin ich letztes Mal hier rausgekommen. Dann bin ich dann hier lang gefahren bei den Gleisen. Was hast du gemacht? Fahrrad gefahren. Wirst du sehen im Video. Ich habe es noch nicht online gestellt. Ich habe es erst hochgeladen, aber muss noch online stellen. Ich muss gucken, dass ich allgemein irgendwie so... Ich hasse immer diesen Bahnübergang. Also solche Bahnübergänge heißt, hasse ich immer. Ich muss gucken, dass ich immer ein paar Videos so auf Fahrrad habe. Ein paar Videos so vorproduzieren. Weil ich habe in letzter Zeit nicht wirklich viel, was ich filmen kann und so. Außer jetzt halt so eine Videos wie jetzt, kann ich filmen. Das heißt, wenn ich Fahrrad fahre, kann ich öfter Videos machen. Nach rechts, Alisa, dass du Bescheid bist. Nach rechts. Nach rechts. Geradeaus fahren. Fahren wir jetzt diesen Weg einmal entlang, zeige ich dir einmal kurz diesen Platz, kannst du dir angucken und dann gucken wir hinfahren. Ich bin oben. Ach, hier bin ich glaube ich noch nie mit dem Fahrrad lang gefahren. Kann man hier eigentlich runterfahren oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das ist welche. Hier kannst du auch nicht so die Aussicht ein bisschen genießen.
So, wir sind jetzt hier oben. Also hier oben, ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Was ich finde, die Aussicht ist hier blöd. Das ist ja eigentlich dazu gedacht, für die Aussicht, ne? Oder für diese Aussicht. Nee, eigentlich für diese hier, um hier zu gucken. Aber was soll man hier großartig sehen? Hier sind Gleise, da sind ein paar Häuser und da ist Steine. Ja, vielleicht sah es mal früher anders aus. Ich denke mal nicht. Ich denke nicht, dass es früher anders aussah. Und jetzt fahren wir wieder hier runter. Also den gleichen Weg sozusagen zurück. Dieses Gebüsch hier, ey. Die müssen mal geschnitten werden, Alter. Wohin? Ich weiß selber nicht, wohin. Hier ist es trotzdem schön. Hier ist es voll schön. Aber leider so weit weg von allen. Guck mal, wie die Häuser aussehen, wie der Garten immer gemacht ist und so weiter und so fort. So. Es ist gepflegt alles so. Ach, DPD kann ich nicht leiden. Ich kann die Pakete nicht zustellen. Die sind zu dumm dafür. Eine gute Frage. Ich fahre nach links. Sind wir nicht vorbeigekommen? Nein, wir waren hier doch noch nicht. Ja? Wir waren hier noch gar nicht. Hier ist auch noch eine Straße. Oh, ey. Das ist wie so ein Labyrinth hier, wenn man sich hier nicht auskennt. Auto. Ich habe Auto. Was für ein See, ich hab keine Ahnung. Oh, eine Autotür brauchst du. Reparatur und Pflege. Hier ist ein Sportplatz. Hier ist etwas, guck mal, Anissa. Ich weiß auch nicht, ob das für jeden ist, ob da jeder rein darf. Das sieht schon so aus, ne? Oder? Ich halte mal kurz an. Hier gibt es alles Mögliche. Hier ist der Scheunenladen. Hier war ich einmal. Das habe ich gemacht, dann einkaufen. Was soll ich noch gemacht haben? Wir müssen eigentlich auf der rechten Seite fahren. Wir fahren gerade auf dem Gehweg sogar. Ich glaube, hier grillt jemand, ne? Oh, ey. Wo seid ihr, die Grillen? Darf ich vorbeikommen? Darf ich auch was essen? Brems! Nach links müssen wir jetzt. Links! Hier ist der neue Bahnhof. Warst du hier schon mal? Nein. Dann komm, kannst du angucken. Der Menschen? Komm, ich fahre jetzt einfach hoch. Ach, da ist aber jemand. Vielleicht kommt dein Zug. Kannst du dir angucken. Ich weiß einfach nicht, was ich so hier in Nord zeigen soll. Eigentlich ist ja eigentlich sozusagen wie fast alles gleich. Überall nur Häuser und ja, gibt hier eigentlich kaum was Großartiges, was man so zeigen könnte. Diese Mütze habe ich gekauft vor kurzem erst. Die grüne, die schon ausgeleitet ist vom, ich glaube, letzten Jahr oder so. Da habe ich die doch in Woolworth für 1 Euro oder so gekauft, die beim Angebot. Also die passt gut zu der Haarfarbe von mir. Die ist ein bisschen verrutscht. Ich finde, zur Haarfarbe passt die besser. Da gab es noch so andere. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt noch so filmen soll, aber einfach tja. So, Leute. Macht einfach ein Like. Ein Like und ein Abo. Red doch noch lauter, man versteht dich eh nicht, wenn die Autos langfahren. Ein Abo und ein Like da!
darstellen, immer dieses Darstellen. Was schreist du so rum, ey? Du sollst so lauter sein. Ja, lauter reden, aber nicht schreien. Ich kann nicht laut, ich rede doch schon laut. Ist das Schabi? Nee, das ist Blumen. Blumen? Oh. Wir haben im Garten auch. Hab ich verwechselt. Hätte sie probieren sollen. Nee. Ich probiere nicht einfach irgendwas. Ja, stell dir mal vor, dass wir wirklich Scheibe. Guck mal, wie viel davon im GW. Das ist jetzt Löwenzahn. Ach, Alice ist ja die Gärtner-Expertin. Die Gärtnerin. Hier ist J auf Z. Hä? Hier ist J auf Z. Jugendclub. Ich wusste gar nicht, dass hier in der Ecke eine Apotheke ist. Da oben, das ist das Apothekenschild. Warte. Adler-Apotheke. Yeah. Da habe ich halt nicht geguckt. Ich immer was ist schon hier? Was wurde hier gemacht? Hast du gesehen, Dennis hat ein Bild mit dem Bürgermeister. Komm mir da mal durch, wenn wir geradeaus hier lang gehen auf diese Seite. Weißt du was? Ja, ich weiß nicht, ich glaube schon. Ja, hier ist ja nicht abgesperrt der Weg. Also ich denke mal schon, dass ich hier durchkomme. Das riecht hier voll nach Popcorn. Ja, da ist ja bestimmt also, die Lichtertage sind ja jetzt 3 Tage, glaube ich, lang, ne? Und das ist der 2. Tag, danach morgen, glaube ich, der letzte. Ja, da will ich auch mal hin, aber gucken, ob ich da hinkomme. Ich will auch ein bisschen filmen, wenn es geht. Was guckst du so? Abonnieren und Like darstellen.